Für die neueste Ausgabe unserer WGP-Porträtreihe Gesichter Pirners heißt es erst einmal Päckchen packen. Schließlich steht Weihnachten vor der Tür und das ist bekanntlich die Zeit der Liebe. Und ja, der Geschenke. In das Päckchen kommt etwas zu essen, etwas Warmes zum Anziehen und natürlich etwas zum Spielen. Das Päckchen ist für eine Familie, die in Rumänien lebt. Und mein heutiger Gesprächspartner wird dafür sorgen, dass es da auch ankommt. Das ist der Michael Kretzig, 44 Jahre, geboren in Pirna und Vater zweier Kinder. Gerade ist er dabei, sämtliche Päckchen für den Abtransport nach Siebenbürgen vorzubereiten. Obwohl er ziemlich beschäftigt ist, nimmt er sich heute etwas Zeit für mich. Ja. Hallo Micha. Hallo. Ich habe dir noch eins mitgebracht. Hast du überhaupt noch Platz dafür? Also Platz haben wir noch reichlich. Wir sind noch nicht ganz dort, wo wir letztes Jahr waren. Wir haben jetzt ca. 1400 Pakete. Letztes Jahr hatten wir 1700. Und ich bin aber zuversichtlich. Und wir fahren dieses Jahr mit dem großen LKW. Das haben wir absichtlich so gemacht, weil wir letztes Jahr arge Platzprobleme hatten, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass es so viele sind. Und um dem vorzubeugen, dass wir wieder mit zwei Transportern fahren, hab ich gesagt, dies ist ein großer LKW. Und ich bin zuversichtlich, dass auch das Geld dafür zusammenkommt. Also weil jeder eigentlich oder viele was dazugeben. Manche, die älteren Leute, die sagen, wir können keine Pakete packen, dann geben wir lieber was dazu und dann passt das eigentlich. Ja. Wir haben ja bei Pirna TV schon über deine Aktion berichtet, deine Weihnachtspäckchenaktion. Daher kennen wir beide uns auch schon. Jetzt aber mal für die Zuschauer, die sie noch nicht kennen. Seit wann machst du das eigentlich mit den Weihnachtspäckchen, die nach Rumänien gehen? Wie hat sich das entwickelt und woher kommen eigentlich all diese Pakete? Also speziell die Weihnachtspäckchenaktion machen wir als Verein seit 2007. Wir haben damals angefangen mit 186 Paketen. Das steigerte sich dann jedes Jahr. Letztes Jahr, wie gesagt, waren es 1700 und das Jahr davor waren es 985. Also es ist immer wieder gestiegen, hat sich immer wieder gesteigert. Und wir fahren selber mit dem Transport. Wir verteilen die Pakete auch selber. Wir haben natürlich vor Ort noch einen rumänischen Partnerverein. Wir haben ein Frauenhaus, was wir mit unterstützen. Wir haben Kinderheime. Und dort gehen die Pakete hin, dort verteilen wir die. Genauso auch wie an arme Familien, die man dann halt im Laufe der vielen Jahre kennengelernt hat. Und wo kriegst du jetzt die ganzen Päckchen her? Die Pakete kommen eigentlich von ganz weit und auch von ganz nah. Also die weitesten Pakete kommen aus Karlsruhe. Dort gibt es also einen Mutter-Theresa-Kreis von der Kirche. Da ist die Frau Becker und der Herr Becker, die sind also schon über 80. Die kommen also selber mit ihrem Anhänger hierher und bringen die Pakete ganz fantastisch. Ansonsten Pakete aus Dresden, aus Pirna sowieso, Heidenau, also über die Kirchgemeinden, über die Schulen, Kindergärten, in Dresden auch Schulen, Kindergärten. Also es ist querbeet und ich habe den Eindruck wirklich, es ist jedes Jahr mehr. Die Leute sind begeistert davon, dass wir selber fahren und sicherlich bin ich dann auch bekannt in der Zwischenzeit, also von daher. Denke ich mal, das ist auch eine Erfolgsgeschichte aus dem Grund. Ja. Von der Pirna-Gemeinde, in der du selber ja auch bist, wirst du ja auch ziemlich unterstützt. Damals hat der Pfarrer Büchner das noch ein bisschen vorangetrieben. Richtig, ja. Wie genau unterstützt dich die Gemeinde hier in Pirna? Also aus der Pirna-Gemeinde kommen natürlich die meisten Pakete. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil man mich dort kennt. Wahrscheinlich habe ich auch einen guten Ruf dort. Und Pfarrer Büchner hat das damals gut eingeführt, aber auch Pfarrer Brändler ist Rumänien-Fan. Er war selber schon unten, gerade dieses Jahr, hat sich auch unser Domizil dort angeguckt, hat sich unsere Lehrwerkstatt angeguckt und so weiter. Ich denke, er ist auch sehr begeistert und hat das natürlich dann mit der gleichen Intensität weiter verkündet. Und es ist aus dem Grund Gott sei Dank nie abgerissen. Also das war natürlich eine feine Sache. Die Pakete sammelst du ja immer an verschiedenen Orten, unter anderem auch in der Pirna Gemeinde, wie wir es gerade gesagt haben. Wir waren am Nikolaustag einfach mal mit dabei und haben uns dort umgehört, was die Leute, die Gemeindeleute, von der Aktion und von deinem Engagement halten. Okay. Also was er dort leistet, Hochachtung über diesen vielen Jahre. Also es geht nur mit Herzblut, ich weiß das selber durch meine Kontakte und dass er das auf dem Level laufen lässt, ist erstaunlich, das geht nur, dass er viele Helfer hat. Auch, denke ich, seine Frau, die Verständnis haben muss, was er für Zeit und Energie und Herzblut reingibt. Das ist also schon phänomenal eigentlich.
Ich bin Kindergartenleiterin in Dresden. Wir unterstützen vom Kindergarten das her. Wir machen direkt Aushänge. Wir hatten am Mittwoch noch nichts weiter. Donnerstag habe ich einen Aushang gemacht. Ich weiß nicht, wie Herr Kretz sich das erklären soll, dass dieses Jahr Weihnachten ausfällt. Und jetzt haben wir 84 Päckchen im Don Bosco Kindergarten gepackt mit Müttern zusammen, die da alle mitgemacht haben. Die Eltern bringen die Gaben und wir verteilen es in Päckchen und Kartons und alles. Und es ist eine tolle Sache. Kann man nicht meckern. Das ist alles schwer in Ordnung, so wie er es macht mit seinem Verein. Tadellos. Ich finde es gut, dass es auch, dass den Kindern geholfen wird in Rumänien, weil wir haben ja hier mehr und die dort weniger und da kann man denen auch was abgeben. Das ist das Schöne bei ihm, wir wissen, wo sie hingehen. Und er macht keinen Rechenschaftsbericht, so wie man das eigentlich kennt. Er macht eine CD oder sowas oder kommt dann auch in die Gemeinde und zeigt nochmal in Bilder, wie er selbst persönlich die ablädt und auch überreicht den Kindern. Sodass wir immer wissen mit 100%iger Sicherheit, die kommt dort an, wo wir es eigentlich auch dachten. Und das ist ja, besser kann es gar nicht sein. Das finde ich sehr gut, weil uns gegen den Kindern dort in Rumänien viel besser geht. Und sonst haben die ja gar nichts und müssen frieren und ohne Essen leben zu Weihnachten. Das soll niemand auf dieser Erde. Das geht doch runter wie Öl, oder? Ja, also auf jeden Fall. Ich bin begeistert. Das sieht man eben, dass es ankommt und dass die Leute uns Vertrauen schenken. Und ich bin da auch sehr dankbar dafür, auf jeden Fall. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, Frauenhaus und. Das heißt, die Weihnachtspäckchenaktion ist ja nicht das einzige Projekt von Europas Kinderpirna. Richtig. Da gibt es ja noch viel mehr. Und ich habe vorhin gesehen, dass dort ein paar Männer auch noch an was werkeln. Was genau machen die? Ja, wir haben also, wie gesagt, einen rumänischen Partnerverein, wo also auch ein Siebenbürger Sachse, ein Deutschstämmiger, der Karl Hellwig, der Vorsitzende ist. Und mit ihm bin ich natürlich täglich in Kontakt. Er teilt mir mit, wo gerade die Säge klemmt, wo Bedarf ist, was gebraucht wird und so weiter. Er teilt mir auch Geschichten mit, wo eben wieder was nicht funktioniert hat und so weiter. Und gerade jetzt vorm Winter wird immer nach Öfen geschrien. Öfen sind sehr teuer in Rumänien, die sind auch von der Qualität her bei Weitem nicht so wie die man hier noch zu DDR-Zeiten hatte. Und wir haben schon im Laufe der letzten Jahre fast alle alten Häuser, die noch unsaniert waren, in Pirna ausgeräumt, haben die Öfen rausgeholt und mitgenommen. Und dieses Jahr ergab es sich über ein Vereinsmitglied, der also erfahren hatte, dass die Schule, die evangelische Grundschule, die Roten Kasernen gekauft haben. Und ich dann dorthin gegangen bin, nach den Öfen gefragt habe, die ja dort noch drinnen standen. Das waren ja früher Wohnungen. Und wir also dann dort völlig unkompliziert die Freigabe bekommen haben von der Schule, dass wir die Öfen rausholen können und haben dann vor 2 Wochen ein Sonnabend mit ganz paar Leuten dort also 44 Öfen rausgeholt, ein paar Gasherde, der Rest alles Kohleöfen und die müssen wir halt sauber machen, die sind halt verdreckt im Laufe der Jahre und da habe ich hier ein paar Leute, die mir immer wieder helfen, zum einen mein Schwiegervater, zum anderen der Hans Wolf und seine Frau, das sind also auch Leute, die auch immer mal wieder mitfahren, die uns also wirklich sehr unterstützen, Rentner. Und das sind eigentlich die wichtigsten, weil ich selber könnte es auch nicht. Also von daher bin ich da. Und die sind gerade da, das können wir uns angucken. Die tun gerade ein paar Öfen vorbereiten bzw. Pakete stapeln und wir können gerne mal hingehen. Gucken wir uns das mal an. Also das sind die Öfen, die du mit nach Rumänien nimmst und da an die Bevölkerung verteilst? Ja, das sind die Öfen, frisch geputzt. Man sieht, sie sehen aus wie neu, aber ich muss natürlich sagen, wir verteilen die jetzt nicht einfach so, wer kommt, kriegt einen, also so ist es nicht. Also wir übergeben die dem rumänischen Partnerverein und die haben in der Stadt, in Rupia, ein Büro. Und dort kommen dann die Leute hin, melden ihren Bedarf und dann kontrollieren wir das auch vor Ort oder unsere Leute vor Ort kontrollieren das, dass eben nicht jeder einen Ofen kriegt, der schon einen hat, sondern nur die eben zum Beispiel noch ein selbstgebautes Ölfass haben, wo sie drinnen feuern oder so. Also das gibt es durchaus. Oder die überhaupt keinen Ofen haben. Wir haben schon Öfen gesehen, die sind selber gebaut gewesen mit Elektrodrähten und also ganz schlimme Sachen. Und die werden natürlich als erstes bedacht.
Was mir immer wieder gesagt wurde, ist, und das sieht man auch daran, wie du die Öfen verteilst, ist, dass du vor allem nachhaltig wirken möchtest. Das heißt, keine kurzfristigen Spendenaktionen etc., sondern dass du immer wieder was machen möchtest. Und deswegen hast du ja auch zum Beispiel die Lernwerkstatt da unten gegründet. Ja, die Nachhaltigkeit ist natürlich immer wichtig. Zum einen, weil wir ja wollen, dass die Leute vor Ort bleiben. Wir wollen die Leute ja nie hierher holen. Wir wollen, dass die dort bleiben, dass die dort was lernen, dass die das Handwerk im Land lassen, weil das Problem ist wirklich, dass dort also Handwerk nahezu ausgestorben ist, weil es viele Jahre eben überhaupt nie ausgebildet wurde. Also Lehrausbildung nach der Wende 89 ist komplett abgestorben. Wir sind mit unserer Holzlehrwerkstatt eine von zwei Lehrwerkstätten im Kreis Kronstadt, die Holzbearbeitung anbieten. Die zweite Lehrwerkstatt ist von der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Rumänien. Also, dass man mal dort die Dimensionen sieht. Und als wir letztes Jahr einjähriges Jubiläum hatten und auch der Botschafter Hans-Werner Laug bei uns war und auch die Chefs der Handelskammer, der Deutschen Industrie- und Handelskammer, also die waren schon begeistert, das hat man denen angesehen, was wir dort alles mit Spenden geschaffen haben. Ziegel vom Ziegelwerk Eder, Putz von der BayWa Pirna, und wir haben wirklich alles hingeschafft, Maschinen, Geschenke gekriegt von verschiedenen Tischlereien, Tischlerei Zimmer, Pirna zum Beispiel. Und was dort geworden ist, also das ist wirklich sensationell. Nebenher haben wir noch das Projekt Essen auf Rädern, was also auch gut funktioniert, wo also ein Fahrer von uns rumfährt und an Bedürftige Essen ausliefert, so wie wir es finanzieren können natürlich. Das ist alles eine Frage der Finanzierung. Wir hatten bis letztes Jahr gefördert mit Aktion Mensch ein Behindertenprojekt, wo wir also auch eine Sozialarbeiterin direkt eingestellt hatten, eine Deutsche, die aber schon viele Jahre in Rumänien wohnt mit ihrem Mann, die also erstmal rumgefahren ist und rumänische Kinder, die also behindert waren, aufgesucht hat, weil oftmals werden die auch versteckt, das haben wir also auch festgestellt, beziehungsweise denen eben überhaupt erstmal zu einer Behinderteneinstufung geholfen haben, damit sie wenigstens eine kleine Rente kriegen. Und das sind halt so Dinge. Aus diesem Behindertenprojekt, was 2,5 Jahre lief, hat sich ein rumänischer Verein gegründet. Direkt ein Behindertenverein, wird auch von einem Behinderten als Vorsitzender betrieben. Wir unterstützen das Ganze. Und das ist halt die Nachhaltigkeit. Das ist wichtig, weil das muss man auch den Spendern hier vermitteln können, dass es nachhaltig ist. Ansonsten ist das immer schwierig, dann Nachfolgespenden zu bekommen. Das ist halt das Problem. Ich sage mal, die Weihnachtspaketeaktion ist sicherlich erstmal nur eine kurze Freude für die Kinder, aber es ist trotzdem letzten Endes nachhaltig. Die Leute wissen dann auch vom rumänischen Partnerverein, die Leute, die gehen dann dorthin, die kriegen dort auch die Sachen ausgehändigt und so weiter. Also das ist dann letzten Endes eine runde Sache. Wie bist du eigentlich auf Rumänien gekommen? Ich meine, hier in Deutschland gibt es ja auch Leute, die arm sind, die in Not sind, die was brauchen könnten. Wieso hilfst du gerade den Leuten in Rumänien? Ja, ich bin damals dazugekommen, es ist jetzt 13 Jahre her, eigentlich ja, nur durch einen Zufall. Ich bin also mit einem Freund mitgefahren, der unterwegs dorthin war, um sich dort umzugucken und um auch schon Spenden mitzunehmen, damals von C&A Dresden. Und ich bin einfach mitgefahren und habe gesehen, mein Gott, also die leben ja in den Dörfern teilweise wirklich wie im Mittelalter. Und die Armut, gerade auch von der mobilen ethnischen Minderheit dort, ist dermaßen groß, dass man auch sagen kann, also so ist es mir spontan eingefallen, also man kann ja eigentlich alles mit hinnehmen, die können alles gebrauchen. So, und das war eigentlich so der Auslöser. Dann haben wir den Verein Europas Kinder damals kennengelernt aus Zittau. Dann irgendwann war der Verein in Auflösung. Wir haben dann Europas Kinder Pirna gegründet, weil die meisten Leute dann hier aus der Gegend Pirna waren, die aus unserem Freundeskreis, die natürlich mitgemacht haben. Und weil sich natürlich auch hier aufgrund der Logistik, hier über die Firma und so weiter, natürlich alles konzentriert hat. Ja. Und so machen wir halt viermal im Jahr. In der Regel bin ich dort eine Woche. Zweimal im Jahr fahren wir mit Hilfstransporten, mit großen LKWs. Dieses Jahr sogar dreimal wegen den Weihnachtspaketen. Und wir müssen halt immer gucken, dass wir es finanziert kriegen. Das ist halt immer das Problem. Wir hatten ein paar Jahre, da hat uns Peter Maffei
die Transporte finanziert. Er hat jetzt selber dort sein Projekt vor Ort, ist dort eingespannt. Aus dem Grund ist das zurückgefahren. Aber ich sage, wir haben es bis jetzt ganz gut hingekriegt und werden das auch weiter so machen. Also so lange, wie wir es halt können. Du hast gesagt, 13 Jahre lang begleitet dich jetzt im Prinzip schon das Projekt oder die Projekte, die du in Rumänien machst. Wie sehr hat dich das als Menschen geprägt oder vielleicht auch verändert? Ja, wenn ich eine Woche dort bin, ich bin immer wieder froh, wenn ich nach Hause komme. Also das muss man ganz klar sagen. Hängt einfach damit zusammen. Es funktioniert halt vieles nicht. Es sind Krankenhäuser, die uns ansprechen, ob wir ihnen irgendwelche Spenden bringen können, primitivste Sachen teilweise. Und man sieht die Armut, wie die Leute teilweise leben. Also ich gehe mir davon aus, sind alles Menschen. Egal, ob es jetzt der mobilen ethnischen Minderheit angehören oder ob es Rumänen sind oder Deutsche oder sonst was. Und wenn man sieht, wie Menschen unwürdig die teilweise hausen müssen, also leben, das hat mit Leben nichts zu tun, das in einer Hütte, in einer Holzhütte mit 9 Quadratmetern 5 Kinder und 2 Erwachsene schlafen, wie auch immer, ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber es geht. Und dass die dann täglich am Suchen sind, dass sie was zu essen kriegen. Die sind also teilweise wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt, um sich was zu essen zu suchen irgendwo, ne? Oder Feuerholz im Winter. Also das verändert einen schon. Und da muss ich sagen, wir hier, es gibt hier auch Armut, richtig, aber die ist natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Das muss man ganz klar sagen. Also hungern muss hier eigentlich niemand. Und das ist die Erfahrung, die ich dort gemacht habe. Und wenn dich dann auf der Straße jemand anspricht, eine Mutter mit dem Kind im Arm, die dann fragt, ob man ihr nicht was zu essen kaufen kann, weil sie seit 3 Tagen nicht gegessen hat, also da hat man dann schon zu kämpfen, auf jeden Fall. Und da kann ich dann auch nicht anders. Ich muss da dann was kaufen. Es geht nicht anders, ne? Logisch. Ja, und das immer wieder, das feuert das natürlich an. Also auch die innere Bereitschaft, ne? Ganz klar. Du hast ja selbst mal ein kleines Mädchen, also jetzt ist es eine erwachsene Frau, mit der hast du genau dasselbe erlebt. Du wolltest helfen und hast gesagt, okay, du wirst mein Patenkind. Wie hat sich das überhaupt entwickelt, dass du Michaela als Patenkind adoptiert hast? Es ist nicht ganz richtig. Also adoptiert habe ich die Michaela damals nicht. Ich habe vor 10 Jahren ihre Familie kennengelernt. Wir haben der Familie geholfen. Wir haben der Familie damals ein Bungalow gebaut, weil dort die Wohnzustände dermaßen schlecht waren, dass wir gesagt haben, also ich muss dort irgendwas machen. Wir haben dann hier in der Firma mit meinem Schwiegervater, der vorhin gerade hier war, der ist Zimmermann, der hat dann nach meinen Plänen ein Bungalow gebaut in Fertigteilbauweise. Und das haben wir dann in einer Bauaktion, die also damals 2005 ins Leben gerufen wurde und bis heute auch besteht, immer im Oktober, haben wir denen also eine Hütte aufgebaut oder ein Bungalow mit Dämmung, mit allem drum und dran, mit Öfen, mit Ausstattung. Und dort ist mir die Michaela besonders aufgefallen von den vielen Geschwistern, die sie noch hat. Sie war wissbegierig, sie wollte alles wissen, sie hat sich alles erklären lassen, sie wollte alles selber machen und hat ein paar Worte Deutsch gelernt. Und da habe ich mich damals hinreisen lassen und habe gesagt, du, wenn du deine Schule, die 8. Klasse, wie das in der Dorfschule dort so ist, wenn du die mit sehr gut abschließt, finanzierst du die Ausbildung. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Irgendwann kam sie an, ich habe es dann auch vergessen, zeigte mir ihr Zeugnis und sagte, also ich bin jetzt Schulbeste geworden, finanzierst du mir die Ausbildung? Ich fragte dann, wie jetzt, wie kommst du denn darauf? Und das, ne, das hast du mir doch versprochen. Und ich bin dann in mich gegangen, es ist mir wieder eingefallen. Und das war eigentlich der Beginn dieser Patenschaft. Also es gab da jetzt nicht direkt irgendeinen Vertrag oder sonst irgendwas. Das war mehr so eine Absprache. Und das setzte sich dann Jahr für Jahr fort. Sie ist dann ins Internat gegangen nach Fakarash. Das war eine Bedingung von mir, das wollte sie aber auch, damit sie ein bisschen von zu Hause Abstand hat. Weil ja durchaus die Kinder dort auch gerade im Sommer zur Heuernte mit rangezogen werden und dann die Schule nicht ganz so wichtig ist oftmals. Und sie war im Internat, wir haben das finanziert, meine Frau und ich. Und sie war in den Ferien hier bei uns. Sie ist mit uns in Urlaub gefahren. Wir haben ihr hier bei der Volkshochschule immer mal ein paar Wochen Deutschkurs
finanziert. Sie hat super gut Deutsch gelernt und hat dann dort 9. 10. Klasse gemacht, dann 3 Jahre Abitur, hat das Abitur bestanden als eine von 2 aus ihrer Klasse. Und da waren wir erstmal sehr zufrieden. So, und dann ging es natürlich darum, wie geht es weiter. In Rumänien studieren war eine Option, aber nicht die allerbeste, weil mir schon bekannt war, dass diese Abschlüsse hier und da auch nicht anerkannt werden. Und es ergab sich ein Zufall, wie sich das alles so fügt. Ich lernte die Frau Wende kennen, die Chefin von der Hirschakademie in Pirna. Eine sehr nette Frau und sehr sozial eingestellt, muss man ganz klar sagen. Und die hatten gerade ein Projekt, Europa Management Assistent nannte sich das, ein Teilstudium, wo also Deutsche und Ausländer gemeinsam studieren, Fremdsprachen, Business, Wirtschaft und so weiter. Und das war genau das, zugeschnitten für die Michaela, wie man es sich vorgestellt hat. Wir sind dann dorthin, es gab ein kurzes Gespräch, wie soll man sagen, eine kleine Vorstellung. Und die Frau Wende und die Frau Petzel, die damals dabei waren, die sagten dann also, sie solle sich das jetzt mal überlegen, wenn sie Lust hat, kann sie dort anfangen. Und sie sagte dann also, wie jetzt, das, ich habe das jetzt nicht verstanden. Naja, schlafen Sie mal eine Nacht drüber und sagt, und dann können, wenn Sie wollen, können Sie anfangen. Und sagt, also wenn ich mir das vorher überlegt hätte, wäre ich ja nicht hergekommen. Also das war schon sehr lustig. Sie hat dann die Ausbildung dort gemacht, 3 Jahre, hat die erfolgreich abgeschlossen und arbeitet jetzt in Dresden. Und man muss also sagen, rundum eine tolle Geschichte. Also das war so eine Erfolgsgeschichte, wo man eben dann auch sieht, wenn man die Kinder fördert, wenn man den Zugang zur Bildung gewährt, was daraus werden kann. Also das ist für mich eigentlich dieser Beweis. Ja. Dass es geklappt hat. Das hat geklappt, ja. Genau. Das ist fantastisch. In der Zwischenzeit hast du ja auch 2 eigene Kinder dann noch bekommen. Wie sehr hat das also dein Leben verändert? Ja, ja, na klar, deine Frau. Wie sehr hat das dein Leben verändert? Und vor allem auch, hatte das Auswirkungen auf deine Projektarbeit? Nee, also ich habe glücklicherweise eine sehr tolerante Frau, also das muss man wirklich sagen. Und die akzeptiert das, die unterstützt das sehr im Stillen, aber sie unterstützt es wirklich. Es gibt also überhaupt keine Vorwürfe oder sonst irgendwas, in keinster Weise. Und ich hätte auch ein Problem, wenn es anders wäre, muss man ganz klar sagen, weil wenn das immer so eingefahren ist und ich bin halt die Bezugsperson auch vor Ort, auch weil ich eben Rumänisch gelernt habe. Es kann jetzt nicht einfach der Hans Wolf oder irgendjemand hinfahren. Die würden dann nur mit Dolmetscher klarkommen, mit dem Karl Helwig zum Beispiel. Und wir können dann schon selber vieles erledigen, wenn ich dabei bin. Und aus dem Grund ist das schwierig, das zurückzufahren. Und ich sag mal, wir haben uns arrangiert. Die Kinder wissen ja, wo ich bin. Wir telefonieren jeden Tag. Das ist ja alles machbar. Und die sind natürlich stolz, wenn sie ihren Papa als Weihnachtsmann dort sehen. Und es ist schon schön, doch. Also es hat der Sache keinen Abbruch getan, auf keinen Fall. Für die Kinder in Rumänien bist du der Weihnachtsmann, oder? Ja, also es ist tatsächlich so, dass, dass wir also im Sommer schon gerade letztens so eine Begegnung hatten, wo also ein Mädel auf mich zugerannt kam, mich ansprang und also rief, Moschkretschun, Moschkretschun, Almeu, also das, wenn man es übersetzt, Weihnachtsmann, mein Weihnachtsmann, und dann sprang die mich an und fragte natürlich, ob ich wiederkomme zu Weihnachten. Ich habe gesagt, na, sicher komme ich wieder. Und also das sieht man schon, das ist schon, also die, die mich kennen, die wissen ja, wer ich bin, die anderen, da haben wir natürlich immer wieder tolle Erlebnisse, weil ich natürlich mit meinem gebrochenen Rumänisch mich auch mit den Kindern unterhalten kann. Und das ist natürlich schön, da erfährt man Sachen, die man sicherlich, wenn man nicht verkleidet wäre, nie erfahren würde, das ist auch ganz klar. Und das ist eigentlich das Schöne und das entlohnt dann für den ganzen Stress, den man vorher hat, was ja viele Leute auch gar nicht wissen, was das für eine Arbeit ist. Sind deine Kinder eigentlich schon mal mit nach Rumänien gekommen und deine Frau, oder bist du immer alleine unterwegs? Ja, also wir, also die, meine Frau und die und unsere große Tochter, die war schon mit, unser Kleiner, der ist jetzt erst 1,5, der war natürlich noch nicht mit, aber es ist geplant, das wird irgendwann werden und ja, also dem steht nichts im Weg, definitiv. Ansonsten bin ich immer mit dem Danilo Gutsch unterwegs.
oder eben mit dem Hans Wolf oder eben wie jetzt im Herbst mit einer Baubrigade. Das sind dann verschiedene Handwerker aus der Region, die sich da mal eine Woche freischaufeln und wo wir dann eben dort irgendwelche sozialen Arbeiten, also soziale Arbeiten, wie dieses Jahr zum Beispiel das Dachdecken im Kinderheim oder sowas erledigen. Wie schaffst du das eigentlich, wenn du sagst, du fährst viermal im Jahr jeweils eine Woche nach unten? Ja. Wie schaffst du das mit Familie? Wie schaffst du das mit deiner Arbeit? Man kann ja nicht so viel Urlaub nehmen, dass man mit der Familie in Urlaub fahren kann, dass man vier Wochen nach Rumänien fährt und, und. Das stimmt, ja. Also das ist richtig. Gut, die Zeit kann ich mir nehmen. Das ist der große Vorteil, wenn man irgendwo Chef ist und gute Mitarbeiter hat, die das auch unterstützen. Das ist natürlich ein wichtiger Meilenstein. Das ist überhaupt keine Frage. Und die mir dann auch den Rücken frei halten, wo ich dann eben auch weiß, es geht ja nicht drunter und drüber, wenn ich nie da bin. Das ist natürlich ganz wichtig. Und wenn das nie wäre, könnte ich es nie, definitiv. Okay. Wovon bist du Chef? Ich meine, die Zuschauer können das jetzt nicht unbedingt erraten an der Handerhalle. Ja, also ich bin, also wir haben hier einen Spezialgroßhandel für Betonschalungszubehör. Das ist ein weit gefächerter Begriff, also wir kümmern uns hauptsächlich um Baustellen oder wir beliefern Baustellen, wo viel mit Beton gearbeitet wird. Brücken, Stützwände, Ingenieurbauten, auch Hausbauten, aber eben wirklich ausschließlich, wo halt viel Beton ist. Und wenn du jetzt nochmal auf den Urlaub zurückkommst, in den Urlaub fährst, deine Augen leuchten ja immer so richtig, wenn du Rumänien sagst. Ist das denn auch dein Haupturlaubsziel mit der Familie? Also nicht jetzt unbedingt in der Region Siebenbürgen, weil da hast du ja gesagt, waren sie noch nicht mit. Aber fährst du mit deiner Familie denn immer Richtung Osten? Ja, also wir haben ein schönes Wohnmobil. Was ich irgendwann selber mal gebaut habe, das ist lange Zeit so ein bisschen mein Hobby gewesen, bis ich dann eben keine Zeit mehr hatte dafür. Es musste groß sein, es musste Allrad haben, das war wichtig, damit wir ins Gelände fahren können. Und wir waren auch schon in Rumänien damit, sind dort auch schon quer durchs Land gefahren. Aber mehr zieht es mich in die wärmeren Länder, muss ich ganz klar sagen. Dieses Jahr waren wir in Griechenland, haben ein bisschen die Griechen unterstützt, haben natürlich auch Spenden mitgenommen für eine Sozialklinik in Kalamata, wo also Ärzte arbeiten, alle ehrenamtlich und dort ausschließlich Leute behandeln, die keine Krankenversicherung haben. Und ich war entsetzt, wie viele Leute das sind. So, wir haben denen also Spenden mitgenommen, die dort gut gebrauchen konnten. Das läuft über einen deutschen Arzt, der seit 30 Jahren dort ist. Und so haben wir das eine mit dem anderen verbunden. Es war eine sehr schöne Geschichte. Wir haben viel Strandurlaub gemacht und haben direkt am Strand gestanden. Die Griechen sind nach wie vor nett und freuen sich unheimlich, wenn die Touristen kommen. Wir haben überhaupt keine Probleme gehabt. Es hat alles super funktioniert und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, hinzufahren. Dein Wohnmobil habe ich ja vorhin auch schon mal entdeckt. Kann ich das mal angucken? Ja, sicher. Wir können gerne mal hingehen und gucken uns das an. Ja, schickes Teil. Und das hast du alles selber ausgebaut? Ja, alles Handarbeit, außen und innen. Du kannst das gerne mal von innen angucken. Und ja. So, Platz für die ganze Familie. Ja, hier ist ein Bad. Kann ich dir mal kurz zeigen. Und mal den einen abklemmen. Also gut, hier liegt noch die Decke drin. Gut. Toilette, Waschbecken, Dusche, alles da. Die Kinder schlafen vorne, also man kann da durchkriechen, da ist vorne noch ein Doppelbett, wir schlafen dann hier. Die Technik ist auf der Seite drunter, warmes Wasser, Aggregat und so weiter. Und hier vorne der Arbeitsbereich meiner Frau. Okay. Kühlschrank, Herd. Hat sie viel Bewegungsfreiheit? Ja, also sie hat sich noch nie beschwert. Gut, aber meine Frage, du hast jetzt gesagt Griechenland, Rumänien und
Ja, dann ist es ja doch eher Osten, wo ihr hinreist. Gibt es nicht irgendwie noch ein Traumland von dir, wo du sagst, da möchte ich mit dem Wohnmobil unbedingt hin? Ja, also ich sag mal, Marokko, Mauretanien darunter würde ich schon gerne fahren. Es ist momentan, muss man sich das ein bisschen überlegen, ob man das wirklich jetzt macht oder ob man noch ein bisschen abwartet. Das ist überall ein bisschen gefährlich in vielen Ländern. Und um in andere Länder zu kommen, muss man manchmal durch gefährliche Länder durchfahren. Und das ist mir einfach momentan zu heiß. Also da warte ich lieber noch ein bisschen. Das ist jetzt der Grund. Aber prinzipiell habe ich das schon mal vor. Und ich bin auch schon mal in Marokko gewesen, allerdings mit dem Vorgängermodell, was ich damals gebaut hatte. Und das fasziniert schon, klar. Aber jetzt, ich sag mal, die Kinder sind klein. Das kann ja noch ein paar Jahre dauern. Du hast ja vor uns eigentlich auch schon gesagt, nach Pirna kommen ist wie nach Hause kommen und gleichzeitig wie Urlaub. Was fasziniert dich so sehr an der Stadt? Ich sag mal, die Stadt an sich, die Altstadt ist sehr schön, die vielen Gaststätten. Ja, man ist hier und da auch bekannt. Es ist alles recht gut im Zustand, das muss man auch sagen. Und ich sag mal, bei mir zu Hause ist es dann wieder wie Urlaub, weil ich mir das alles so gemacht habe, wie ich das gerne hätte und wie es mir gefällt und auch alles ein bisschen mediterran. Also von daher fühle ich mich wohl und ich denke, das ist auch wichtig. Also das heißt, du kannst dir gar nicht vorstellen, irgendwann mal wegzuziehen mit deiner Familie? Also momentan denke ich an sowas eigentlich nicht. Nee. Also das, was dann später mal ist, wenn man Rentner ist oder was auch immer, das ist dann eine ganz andere Geschichte. Wo ich mir dann schon vorstellen könnte, vielleicht irgendwo im Süden zu wohnen, weil es einfach also nicht so umständlich ist. Wir wohnen am Berg. Im Winter habe ich natürlich ein Problem, dort hochzukommen, weil ich alles sauber halten muss und so weiter. Und das könnte ich mir schon anders vorstellen, aber das ist jetzt noch nie in Planung. Also in Planung ist ja jetzt auf alle Fälle erstmal die Weihnachtsaktion. Da geht es ja in ein paar Tagen dann auch los. Das heißt, du fährst jetzt mit den ganzen Geschenken und dem Konvoi wieder nach Rumänien? Ja, wir fahren also am Sonnabend mit dem großen 40-Tonner. Also der wird am Donnerstag beladen und am Sonnabend starten wir dann hinterher. Also der fährt extra, wird als Hilfstransport gekennzeichnet. Von daher gibt es auch keine Probleme an den Grenzen und so weiter. Und wir verladen also neben den Päckchen, neben den Paketen, was jetzt mittlerweile ja schon, ich denke, 10 Paletten sind, verladen wir noch die ganzen Herde. Dann haben wir noch einen Gabelstapler, den wir mitnehmen, weil wir ja dort immer vor Ort haben. Wir müssen uns vor Ort immer einen Gabelstaplerbogen zum Abladen. Sind jetzt günstig zu einem gekommen, den nehmen wir jetzt mit. Und dann halt alles Mögliche, was noch, wir haben noch Betten, wir haben noch Kleidung, haufenweise warme Winterkleidung und so weiter, was natürlich jetzt alles mitgeht. Und dann sammeln wir wieder Sommerkleidung, die wir dann vor Ostern mitnehmen, mit dem nächsten Transport. Ja, immer helfen, das bist du. Und damit du das jetzt auch machen kannst und die ganzen Sachen vorbereiten kannst, die du nach Rumänien mitnehmen möchtest, würde ich sagen, wir lassen dich jetzt wieder alleine und deine Mannschaft. Und ich danke dir auf alle Fälle für das nette Gespräch, für die vielen Informationen. Und ich hoffe, liebe Zuschauer, Ihnen hat es auch gefallen. Und Sie schalten das nächste Mal wieder ein, denn es heißt Gesichter Pirnas, die WGP-Porträtreihe.